Die Göttinger Gedenktafel für Ernst Curtius befindet sich in der Theaterstraße 7. Ernst Curtius. Ernst Curtius, geboren am 2. September 1814 in Lübeck, gestorben am 11. Juli 1896 in Berlin, war ein deutscher klassischer Archäologe und Althistoriker. Leben. Curtius war der Sohn des Syndikus der Stadt Lübeck, Karl Georg Curtius, 1771 bis 1857 und dessen Ehefrau Dorothea Plessing. Seine Brüder waren der spätere Pfarrer und Theologe Paul Curtius, 1808 bis 1833, der Lübecker Bürgermeister Theodor Curtius, 1811 bis 1889 und der Philologe und Sprachforscher Georg Curtius, 1820 bis 1885. Der spätere Romanist Ernst Robert Curtius war sein Enkel. Seinen Schulbesuch absolvierte Curtius am Katharineum zu Lübeck. Dort schloss er auch Freundschaft mit dem späteren Schriftsteller Emanuel Geibel. Nach seinem Abitur begann Curtius in Bonn bei Friedrich Gottlieb Welker klassische Altertumswissenschaft und bei Christian August Brandes Philosophie zu studieren. Im Herbst 1834 wechselte Curtius nach Göttingen zu Karl Ottfried Müller. Müller wurde mit seinem Gesamtbild der Kulturgeschichte des klassischen Altertums richtungsweisend für Curtius. Ab Herbst 1835 arbeitete Curtius bei August Boeck an der Universität Berlin. 1837 wurde Curtius von seinem Lehrer Brandes nach Athen engagiert. Seinen Lebensunterhalt verdiente Curtius dort als Hauslehrer der Kinder von Brandes. In diesem Haus machte er auch später Bekanntschaft mit Ludwig Ross, Heinrich Nikolaus Ulrichs und Eduard Gerhard. Von dort aus unternahm Curtius mehrere Reisen nach Griechenland und Italien mit dem Geographen Karl Ritter. 1838 traf er wieder mit Emanuel Geibel zusammen, der zu dieser Zeit ebenfalls Griechenland bereiste. Zusammen mit Geibel versuchte er sich an Nachdichtungen verschiedener klassischer griechischer Schriftsteller. Mit seinem Lehrer Müller bereiste er nochmal die Peloponnes und als Müller auf dieser Reise verstarb, brachte er ihn nach Athen und begrub ihn dort am Kolonos. Zur Jahreswende 1840-41 kehrte Curtius nach Berlin zurück und promovierte im Dezember 1841 bei Moritz Hermann Eduard Meyer in Halle mit der Dissertation Commentatio de Portubus Athenarum. Nach einer Probezeit am Französischen und Joachim Thalsten Gymnasium habilitierte sich Curtius mit Anecdota Delphica über Inschriften aus Delphi. Diese Arbeit begann er mit Karl Ottfried Müller. Im Herbst 1844 berief man Curtius zum Präzeptor, Hauslehrer, des Prinzen Friedrich Wilhelm, des späteren Kaisers Friedrich III. Gleichzeitig avancierte er zum außerordentlichen Professor der Universität Berlin. 1850 heiratete Curtius in Berlin Auguste Besser, die Witwe des Buchhändlers Wilhelm Besser. Mit ihr hatte er den Sohn Friedrich Curtius. Am 10. Januar 1852 hielt Curtius einen berühmt gewordenen Vortrag in der Singakademie zu Berlin über Olympia und initiierte damit eigentlich die erste archäologischen Grabungen an diesem Ort. Im November des Jahres wurde er als ordentliches Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaft in Berlin aufgenommen. Als nach einjähriger Ehe seine Frau starb, heiratete Curtius 1853 Clara Reichhelm. Mit ihr hatte er die Tochter Dora, die später den Geologen Richard Gelepsius heiratete. 1853 trat Curtius der Gesetzlosen Gesellschaft zu Berlin bei. Zwischen 1855 und 1867 wirkte Curtius als Professor an der Universität Göttingen. Als 1867 Eduard Gerhard in Berlin starb, betraute man Curtius als Nachfolger mit einer Professur für Archäologie. Parallel dazu leitete er das Alte Museum. 1871 wurde er Sekretär der philosophisch-historischen Klasse der Akademie, was er bis 1893 blieb. Durch eine maßgebliche Vorarbeit wurde nach Kriegsende 1871 das private archäologische Institut in eine preußische Staatsanstalt umgewandelt, 1874 in ein Reichsinstitut.
Gleichzeitig beschloss der Reichstag, eine Abteilung dieses Instituts in Athen zu gründen. 1875 begannen unter Curtius' Anleitungen die Ausgrabungen in Olympia, bei denen ein Hermes von Praxiteles und viele andere Skulpturen gefunden wurden. Neben einigen Wissenschaftlern standen Curtius dort die Architekten Friedrich Adler und Wilhelm Dörpfeld zur Seite. Aus dieser Arbeit resultierte auch Curtius' Zusammenarbeit mit Johann August Kaupert. Im Alter von 82 Jahren starb Ernst Curtius am 11. Juli 1896 in Berlin, beigesetzt auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg, Groß-Görschenstraße 12-14.